Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part. Im letzten Part haben wir den Roboter-Typi da besiegt. Beruga hat uns beinahe umgebracht und wir wurden von Kumai hierher geführt. Und jetzt gehen wir erstmal zu Kumai-Rai. War unten. Berlin müsste ja hier auch irgendwo sein, denke ich mal. Hallo, schön, dass es dir gut geht. Hast du ihn getroffen? Den Mann, den sie Beruga nennen? Er offenbart uns den Schattenstern und schuf Zwietracht des Chaos hinter dies Menschen, die den Tod überlebt. Aber in Lasai gibt es eine alte Sage. Man muss die Mondsteine zum Grab bringen, um das Kind zu rufen. Macho ist weit gereist, um festzustellen, ob die Sage wahr ist. Doch noch hat er keine Antwort auf seine Frage erhalten. Der schützende Ring des Schicksals ist zerbrochen. Nun hast du die Gabe, Schicksale zu bestimmen. Such nach den Mondsteinen und bringe sie zu dem Grab. Es gibt nur einen Weg, den Ring des Schicksals wieder zu schließen. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wo es die Mondsteine gibt. Wo kommst du her? Erzähl mir von dir. Jetzt gerade nicht. Mal hier oben. Wo ist eigentlich dieser Typ? Mojo. War hier oben? Okay, ich voll geheilt. Nee. Auf jeden Fall. Sollten sich eigentlich heilen. Tatsächlich habe ich ja geschlafen. Ich müsste ja geheilt sein. Ausrüsten wieder. Keine Götterknolle. Dann halt nicht. Also. Na, dann gehen wir einfach mal weiter. Guck mal, hier ist Mylin. Der war mal noch nicht. Cello, du hast mir gefehlt. Geht es dir jetzt besser? Ich wollte dich pflegen. Cello, doch, Großvater verbot es mir. Ich hörte davon, du warst in Berugas Labor. Ich trainiere meine körperlichen Fähigkeiten. Ich bin bereit. Ich werde stark sein, um dir zu helfen. Muss ich viel lernen, Cello. Sag mir, wenn ich dir helfen kann, Cello. Das ist unser Friedhof. Aasgeier fressen die Körper der Toten. Barbarisch. Tiere gewinnen Nährstoffe aus den Toten. Das ist der Kreislauf des Lebens. Alles wird wieder verwertet. Krass. Und wo ist Majo? Macho, bist du Macho? Hast du wahrscheinlich eine BM? Bist du Macho? Du siehst so alt aus. Du siehst anders aus als die anderen. Machos Enkelin besitzt seltsame Kräfte. Man sagt, sie können ihre Sohn erschaffen. Gut. Das ist halt doch nicht er. Nun gut. Weiter. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht laufe. Arabien. Ich glaube ja irgendwie nicht. Mal anderen Weg wieder. Wir müssen ja hier die Wüste Gobi oder so. Durst. Nashörner haben ein schönes Leben im Wasser. Tiere. Ja. Nicht mehr hin. Was? Wenn man die Kraft der Natur respektiert, muss man nichts fürchten. Scheint mir blablabla.
Ich weiß, dass ich lang muss, ich warte bei den Geh Richtung West bis zu drei Steinen, von dort über nach Süden und sie nach Nordwesten, nach Norden. Okay. Den haben wir ja schon gesprochen, ja. Okay. Dann gehen wir mal ja, durch die Wüste Gobi. Ja, ich sag doch Gobi-Wüste. Erstmal nach Westen. Bis zu zwei Steinen. Ne, doch, dann nach Süden. Genau, dann nach Süden. Und dann nach Nordwesten. Genau, und hiervon sollen wir nach Norden gehen. Zu dem. Ah, perfekt. Fast wieder zurück. Genau, das Burgas Festung. Sie ist ja auf angesehen, die Burgas Festung. Aber ich hab mal dann auch den, gesehen hat, den, was mache ich denn da? Den, wie heißt das? Den Flughafen. Nichts getan. So, zum Zoll. Am Zoll vorbei. Ich glaube, hier ist auch jemand. Traurige Musik. Ja. Ja, müsste irgendwie, weiß nicht, wo es diese Mondsteine geben soll. Cool. Er hat doch gesagt, irgendwie, was ist hier? Irgendwie, Pinguin soll irgendwas haben. Vielleicht muss er dann in die Richtung gehen, also nach Nordpol oder Südpol oder da, wo die Pinguine halt sind. Grönland. Erstmal gucken, was hier ist. Ein Versteck für ein Kristall. So, 8 Schaden. Weil der eine ganze Stadt ausgerottet. Ich hoffe, wir auch zu dieser Stadt können jetzt. So. Ja. Gucken wir erstmal nach im Schneebereich. Ob es hier einen Ankerplatz gibt. Damit wir gucken können, ob hier Pinguine sind. Und bin mir irgendwie meinen, was ich irgendwo gehört habe, dass die Pinguine Blumen mögen, aber ich. Zu lange her. Stadt geht zu Bird. Wenn wir schon mal da sind. Okay. Niemand da. Nehmen wir die Leute noch? Oh nö. Überall in hier. Wieso können wir eigentlich hier laufen? Haben wir einen Impfstoff dagegen? Was ist das für ein Geräusch? Scheint von dem Tisch dort in der Ecke zu kommen. Sieht aus, als ob ein Empfänger in der Schublade sei. Selbe mit Empfänger. Ein leises Mädchen, Stimme stört. Hilfe, bitte hilf mir! Jemand ist noch am Leben? Hier ist ein Überlebender? Zu Hilfe, Mutter, Vater! Hörst du mich? Wo bist du? Zu Hilfe! Es hört sich an, als ob sie damit umgehen könnte. Sie hält sich den Sprechknopf in die ganze Zeit gedrückt. Hey, lass den Knopf los! Hey, lass den Knopf los! Ruhig! Hörst du das Geräusch im Hintergrund?
Hilfe, hört mich jemand? Klingt wie Wasser. Und das, obwohl das hier keinen Fluss gibt, dann muss es hier eine Kanalisation geben. Unter der Erde. Natürlich. Aber so ruhig jetzt auf einmal. Na gut. Auf die Polizei. Natürlich wissen wir, wo die Kanalisation ist. Haben wir ja schon gesehen. Als wir gegangen sind, so U-Bahn oder weiter, was man den uns hingeführt hat. Hier runter sind wir gegangen. Tür war doch verschlossen. Genau. Ich wusste es doch. Ihr wusstet natürlich auch. Kanäle. Was für ein Gestank, ich glaube. Das also ist das andere Gesicht der Großstadt. Wie ein Krebsgefühl in einer Adoniskörper. Gestank, ich muss durch den Mund atmen. Heime kennen wir ja auch. Verschlossen. Ah ja, klar. Kannst du es nicht einfach machen. Boah, ey. Räuber. Viele Räuber. Hey, die klauen mir alle weg. Hey, da war. Verlieren das alles wieder. Seid ihr hin? Alter, die haben mir ganz viel Geld geklaut. Ey, diesen miesen Mistkerle, ey. Maschinengeschwindigkeit. Zu Hilfe, Mutter, ich habe Angst. Ah! Was war es passiert? Wir müssen uns beeilen. Also, so mal das nichts Schlimmes ist. Oh, eine Schatztruhe. Ein Kanalschlüssel. Wer versteckt einen Kanalschlüssel da hinten, wo keiner hinkommt? Auf zum Alter. Heiß dich. Ich schlafen. Schaden. So, gleich kommen wieder die ekligen Räuber. Ein Löwe jagt mich! Hilfe! Bitte! Ein Löwe in der Kanalisation? Ja.
werde ich nicht alles wegnehmen. Ausrüsten. Komm. Och. Ach. Was ist Mädchen? Ein Löwe, er frisst mich. Beruhig dich, hast du alles. Hast du als Einzige überlebt? Hilf mir! So schnell! Da ist wirklich ein Löwe. Alles mit dem, was geht. Level ab, siehst du. Genau deswegen. Level 27 erreicht. KP steigt um 13. Stärke steigt um 3. Wer steigt um 3. Glück steigt um 3. Nettes Ding. Nette Sache. Für den Löwen. Eiwasser. Guck ich später, was es bringt. Ausweichen nicht gelernt habe. Nix hier für mich. Schön ein Geschenk. Kann das sein? Knollen? Wahrscheinlich. So. Einer nach den anderen. Wie Kinder so einfach durchgekommen ist, ist unglaublich. Verschreckt bestimmt einfach vorbeigerannt. Die haben nicht realisiert. Keine Ahnung. Ein Kristall. So. Muss dann gleich beim Mädchen sein. Oder auch nicht. Oh. Ein Maschinchen. Ich will auch so eine Maschine haben und rumlaufen. Natürlich müsste ich hier reinspringen. Weiter, da möchte ich noch nicht lang gehen. Weiß, was hier links ist, vielleicht ist da noch eine schöne Schatztruhe. Shogunus, gleich an. Hawaii-Wasser gibt einen Fluch auf. Gibt 1, sehr schön. Mal gucken, ob die was bringen. 7. Ausgerüstet. Eins tut sie ein Krieger. Jetzt machen wir sie. So. Schnell weiter. So, da ist der Löwe. Bitte, bitte verschone mich. Und gut, komm weiter. Zello, der Meisterkrieger ist dein Freund. Na nun, was ist los mit ihm? Natürlich, Zello. Fällt dir an dem Löwen nicht auf? Sieh doch ihn doch mal genau an. Hollere, das ist Liam. Ich helfe ihm bei seiner Prüfung.
Lange her, aber ich weiß es noch. Schwur. Leider verstehe ich die Tiere nicht mehr. Deshalb war er so klein und süß. Der Löwe hat sich beruhigt, als du kamst. Ich frage mich, warum. Der Löwe heißt Liam. Er ist ein Freund von mir. Ein Freund, du Abfahrer. Möchte er vielleicht noch einen Freund? Sag mir, was geschehen ist. Die Leute lösten sich einfach in Luft auf. Meine Eltern verschwanden vor meinen Augen. Nachdem war ich ganz allein, es war furchtbar. Doch dann sprach eine Stimme aus diesem Anhänger zu mir. Sie hat mich aufgemuntert und mir Mut gemacht, nicht aufzugeben. Du warst sehr tapfer und du hast es geschafft. Ich fühle, dass du auch allein bist. Ich weiß es. Nimm deshalb diesen Anhänger. Er wird dir Mut verleihen. Zelle hört den Mondstein. Das ist unser erster Mondstein. Na gut. Zum Effekt wird eine Stimme. Hallo? Kann mich jemand hören? Ich bin Angehöriger des Liberita Rettungsteams. Antworte bitte. Gerettet. Wir hören. Wir sind in einem kleinen Stück des Lagerbereichs. Außer mir noch ein Mädchen und ein Löwe. Wir brauchen Hilfe. Alles klar. Habe euch gehört. Geortet. Ja, ich muss weiter. Kannst du das Mädchen beschützen? Rar. Nächster ein Beschützer, ein neuer Freund für Liam. Wir müssen zurück. Mannies. So, wir gehen zurück. Macht uns keine Angst mehr. Ich habe schon gut Rüstung. So, zurück. So, dann gehen wir speichern und dann machen wir erstmal Schluss. Weg. Hier, Pelz. So. So, gleich gehen wir speichern. War nochmal das Hotel, war doch hier unten. Egal, gehen wir erstmal weiter. In den Javayot Speicher dort. Na klar. So, erstmal heilen. Alle Fliege wieder. So. Und speichern. Okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.